Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Formel 1 2015. Willkommen bei Formel 1. Mhm, das ist richtig. Und das, was wir direkt machen wollen, oder was ich direkt machen will, ab in die Meisterschaftssaison. Willkommen zur Meisterschaftssaison, wo du zum Teil der Fahrerelite im Grid wirst und um die Erfolge mitkämpfst. Jetzt ist es an dir, um die Welt zu reisen und am ultimativen Rennereignis teilzunehmen. Das ist die Meisterschaftssaison. Direkt rein. Und mit welchen Themen wollen wir starten? Das habe ich mir überlegt. Und ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, ich will halt kein zu gutes Team machen, damit ich nicht vorne wegfahre. Aber ich nehme trotzdem Sebastian Vettel. Oh, ja genau. KI-Schwierigkeit machen wir zuerst mal auf Experte, weil ich nicht weiß, wie gut ich fahre, während ich die ganze Zeit rede. Und wir machen kurzes Wochenende. Das heißt, jedes Rennwochenende beinhaltet 15 Minuten Training, die ich überspringen werde oder aus dem Video rausschneiden werde. Außer ihr wollt es natürlich unbedingt sehen. Dann müsste ich allerdings das in einem anderen Video machen, weil ich kann das Video nicht 45 Minuten lang werden lassen. Ein einrundige Qualifying und ein Rennen über 25% der Rennstrecke sind auch mit dabei. Genau das, was ich wollte. Session-Option. Renneinstellung, Experte an, komplett Autoschaden an. Und die Fahrhilfen. Bremsassistent aus, Antiblockiersystem aus, Traktionskontrolle auf Mittel, dynamische Ideallinie mache ich mal aus. Ich will ohne der fahren. Getriebebelastung dafür auf Automatik, Boxenstopp-Assistent mache ich aber auch aus. So. Ah, ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe schon 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Stunden gespielt. Und das Einzige, was mich an dem Spiel bis jetzt stört, ist wirklich die Ladezeiten. Die sind brutal lang. Und die KI kann aufregen, aber die hat sich um Längen verbessert zum Vorderteil. Also die ist wirklich, wirklich aggressiv und das merkt man manchmal beim Start schon richtig, wenn man sich dreht. Ach ja, und Rückblenden werden wir wahrscheinlich viele brauchen. Die kann man nicht mal mehr ausstellen. Also Rückblenden sind immer dabei. Falls irgendetwas Dummes passiert, falls die KI mal irgendwie sehr aggressiv reinfährt und man das dann korrigieren will, ne? So, fertig geladen. Die erste Runde der Formel 1-Saison beginnt heute mit einem Training hier im verregneten Melbourne. Die Teams müssen jetzt ihre Probleme aus der Testphase hinter sich lassen. Es kommt nur noch darauf an, wie sie dieses Wochenende abschneiden. Diese Saison habe ich Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox. Die Teams werden beim Kampf um die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft Strecken auf 5 Kontinenten besuchen. Was meinst du? Auf welches Rennen konzentrieren Sie sich dieses Jahr am meisten? Ich glaube, Sie freuen sich schon auf den Grand Prix in Mexiko, der erstmals seit 1992 wieder stattfindet. Und zwar im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City. Dieses Jahr kehrt Honda wieder in den Sport zurück und lässt seine erfolgreiche Partnerschaft mit McLaren, eine der größten der Formel-1-Geschichte überhaupt, wieder aufleben. Denkst du, dass Honda an seine alten Erfolge, an die Erfolge aus den 80er und 90er Jahren anknüpfen kann? Es wird nicht leicht sein, aber ich denke schon. Es waren einige harte Jahre für McLaren mit dem Verlust Hamiltons, Mercedes Rückzug als Anteilseigner und großer Teaminvestor und mit dem Ausstieg von Paddy Lowe als technischem Leiter. Dies könnte der Anfang für ihren erneuten Weg an die Spitze sein. Okay, Jeff hier. Kannst du mich hören? Der Funkcheck ist in Ordnung, der Systemcheck auch. Es ist mir ein Vergnügen, dich im Team zu haben. Und ich hoffe, wir werden zusammen viele Erfolge feiern. Sag Bescheid, falls du was brauchst. Und jetzt raus mit dir. Zeig uns, was du drauf hast. Na, wir gehen noch nicht raus. Ich will erstmal zeigen, was... Was ist jetzt... was? Nein? Ah, B. Nicht sofort. Ich will Session-Info. Und zwar dieser neue Bildschirm hier. Ich finde den super. Wir sehen hier natürlich... Ja... Hier rechts sehen wir den Forecast, also den Wettervorhersage. Danke. Danke, Überschrift, du hast mir sehr geholfen. Wir sehen, für die nächsten 45 Minuten wird es langsam aufhören zu regnen, aber da das Training nur 15 Minuten lang ist, interessieren uns die 45 Minuten eher nicht. Was ich gut finde, hier sieht man natürlich die Zeittabelle. Und zack,
Wir können uns die anderen Autos anschauen beim Rausfahren. Was sie gerade fahren für Reifen, wie sie gerade ihre Runden fahren. Wir können sogar die Kamera ändern. Und das alles live. Ich finde das so genial. Die neue Engine ist so genial. Und hier seht ihr natürlich dann schon den ersten Einblick in Formel 1. Und wie wir sehen, die fahren gerade alle Intermediates, deswegen würde ich auch ein, zwei Runden Intermediates fahren. Ja, komm. Fahren wir ein bisschen Intermediates. Ich glaube, ich habe Intermediates drauf, oder? Gib mir mal das iPad. Beziehungsweise das Tablet. Ja, da stimme ich dir zu, Jeff. Jeff. Ja, wir haben aktuell Intermediates drauf. Hier sehen wir die Abnutzung von Intermediate Set 1. Alles wunderschön. Hier kann man... Du kannst eins der Einstellungen. Du kannst eines der 5 voreingestellten Setups auswählen, indem du einen gewünschten Setup A drückst. Du kannst sie außerdem mit Hilfe des Schiebereglers anpassen, um deine Änderungen zu speichern. Drücke X. Also hier können wir unterschiedlich. Melbourne ist eine... Ist ein Stadtrennen. Normalerweise nicht so schnell, aber Melbourne ist schon schnell. Aber jetzt regnet es gerade. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme die Mitte und verändere daran auch nichts. Oh, nee. Okay. Dann lassen wir es so. Fahren wir mit Intermediates raus. Fliegende Runde. Ah, nee, ich wollte rausfahren. Nicht fliegende Runde. Egal. Machen wir fliegende Runde. Springen wir direkt rein. Oh Gott. Ich bin bis jetzt... In dem Spiel hier bin ich noch nicht im Regen gefahren. Oh ja, und ich habe ja die... Oh ja, ich habe ja die 3D-Linien ausgemacht. Na egal, sollte bei meinen... Sollte nicht so das große Problem sein. Ah! So. Gas geben. Schnelle Runde hinlegen. Ist zwar nur Training, aber trotzdem ein bisschen reinkommen in das Gefühl... Auch von nasser... Viel zu spät. Um Gottes Willen. Ah. Ideallinie ausmachen. Ich fahre normalerweise immer mit Ideallinie, aber das sieht halt im Video ziemlich scheiße aus. Und keine Ahnung, ich wollte mir schon immer Ideallinie abgewöhnen. Habe ich mir gedacht, machen wir doch jetzt. Ich fahre übrigens mit Controller, also nicht mit, mit Wheel, also mit Lenkrad. Weil... Das Lenkrad ist ziemlich laut und das wird man halt dann in der Aufnahme wirklich hören. Das ist mit Motor drin. Außerdem bin ich bei Formel 1 mit Lenkrad noch nicht so ganz so gut. Bei anderen Rennspielen geht das, bei Assetto Corsa, da geht das schon, aber bei Formel 1, keine Ahnung, da ist irgendwie... Da sind die Autos nochmal schneller, ne? Ah. Das sind 11 und 12. Ah, im Regen sollten natürlich die Eingangsgeschwindigkeiten nicht unbedingt die schnellsten sein. Oh, Gottes Willen. Grüne Flagge, keine Gefahr, ich bin wieder raus. So. Ich bremse momentan ein bisschen zu früh immer. Ja, ich muss mich halt rantasten. Und außerdem ist es Regen. Also, wobei es fährt sich ziemlich gut im Regen mit Intermediates. Also es ist ja noch kein Full Wet, also kein... Regenreifen, Wetter, also es gibt noch kein Aquaplaning, kein Aufliegen der Reifen auf dem Wasser, sodass überhaupt kein Kontakt mehr zur Straße besteht. Das ist noch nicht dabei. Boah, Hamilton, 9 Sekunden schneller als ich. Ja gut, ich hatte auch in der ersten Kurve den Ausritt, den ich diesmal vermieden habe. Ja, das sagt mir momentan nicht genau, wie viele Runden es reicht. Das heißt, Kimi ist auf Position 3 momentan von der Geschwindigkeit her. Boah, ist schon extrem rutschig, du. Oh. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Ich will hier mal eine etwas bessere Runde. Viel zu früh gebremst und es rutscht alles. Es ist so rutschig. Scheiß Regen. Bremsen, viel zu früh gebremst. Ja. Da taste ich mich dann auch im Rennen ran. Das ist, muss ich da mal schauen, wie das so ist. So. Zack. Nee, die kann man im Regen nicht so schnell nehmen. Das ist... Nee.
Gas. Ah, nervig. Nervig. Ganz schlechte Rundenzeiten. Ah. Wie viel da bin ich eigentlich? Oh, ich bin letzter. Geil. Sollte es im Qualifying auch regnen. Oh Gott, das wäre super schlecht. Aber ich bin jetzt schon mal 5 Sekunden schneller. Halt die Klappe, Jeff. Ich taste mich ja ran. So schlimm bei Regen kann man erst so spät wirklich Vollgas geben. Ansonsten sind die Hinterreifen einfach alle weg. Hier können wir uns auch die Temperaturen mal anschauen. Temperaturen. Sorry für alle Kopfhörerbenutzer. Boah, ich drifte hier nur noch um die Strecke. Das ist schlimm. Die Bremsen sind total kalt. Die Hinterreifen sind total überhitzt. Ah. Nee, ich gehe rein. Ich fahre rein. Ich fahre diese Runde in die Box. Und beende das Training und hoffe, dass das Qualifying nicht nass ist. Falls das Qualifying nass ist, dann mache ich die Ideallinie an. Ob das was hilft, weiß ich nicht. Aber ich bin ja doch nicht im Nassen gefahren. Ah. Oh Gott, das merkt man sofort. Oh, Lenken gibt's nicht mehr. Hilfe. Ja, komm, fahr vorbei. Könnten mal schauen wieder. Ja, rechts vorne alles weg. So. Oh. Lenken geht gar nicht mehr. Komm, lenk doch. Drecksack. Stehende Reifen. Überhaupt kein Abtrieb mehr vorne. Ab in die Garage. So. Ah, es sind nur 4 Minuten Training. Krass, waren das 10 Minuten jetzt gerade schon? Oh mein Gott. Waren das? Wirklich? Nein. Nie im Leben. Nie im Leben waren das 10 Minuten. Das war noch. Also ich bin gerade auf Runde 3 und ich habe pro Runde 2 Minuten gebraucht. Durchschnittlich. Also müssten wir 6 Minuten. Egal. Miau. So, schön die Reifen wärmen, schön die Wärme drauf, ohne eingesteckt. Da, jetzt sind sie eingesteckt, sehr gut. Sind sie auch warm. Session Info. Ja, schauen wir doch mal ein paar anderen zu, ne? So. Nico Rosberg, momentan Platzierung 2. Ja, momentan auf dem ersten Rang, also schnellste Runde. Schauen wir nochmal zu. Der Kamera. Oh ja, die bremsen richtig auch. Ich fahre noch eine ganz andere Linie als ich. Schlimm. Okay, kann ich jetzt die Zeit schneller vergehen lassen? Ah, Zeitbeschleunigung, da unten steht's. So. Ich bin momentan... Raikön ist auf der 11 und ich auf der 19 mit einer 1,41. Ich hoffe, dass in der Qualifying das nicht passiert. Okay. Nico Rosberg war heute am schnellsten, aber wie sagen die Fahrer immer, das war ja nur der Freitag und morgen im Qualifying wird er dieses Tempo bestätigen müssen. Ja, da hast du recht, Heiko Wasser. Ziel verfehlt. Weiter geht's. Ich hoffe auf keinen Regen. Willkommen in Melbourne. Das Qualifying für den großen Preis von Australien sollte jeden Moment losgehen. Das erste Qualifying dieses Jahr fängt jeden Moment an. Wir werden also gleich die neuen Boliden in Aktion sehen und vielleicht schon einen Eindruck bekommen, wer dieses Jahr Chancen auf die WM hat. Allerdings wird der Regen heute das Feld ziemlich durcheinander würfeln. Wir erwarten, dass das Kraftpaket von Mercedes diese Saison glänzen wird.
Aber bei dem Wetter heute werden wir wohl nicht erkennen können, welches Team am stärksten aus der Testphase gekommen ist. Yep. Was? Mit welchen Reifen werde ich wohl fahren wollen? Was? Nehmen wir die Intermediates, aber, Fahrhilfen. Ja. Die will ich dann schon haben. So. Ich verspreche es euch, wenn es trocken ist, mache ich die wieder aus. Nur im Regen, da würde ich die gerne anhaben. Ah, nicht blockieren. Da fährt mir der Hamilton schon weg. Das ist natürlich ein Geistauto sozusagen, der anzeigt, wie schnell Hamilton im Qualifying war. Nein. Ich bin momentan 19. Was? Ich will nicht als 19. starten. Das kann doch nicht sein. Das ist doch nur eine Sekunde. Wenn ich dem Hamilton hinterherfahre. Vorsichtig Gas geben. Oh, schon geht gar. Nein. Ich würde es halt, es gibt nur diese eine Chance. So. Jetzt gib mal Gaspedal hier, du hast einen Ferrari unterm Arsch. Kann man schon mal Power geben. Doch gleich viel besser aus mit der 11 da oben. So, letzten beiden Kurven. Hier bloß nicht zu viel Gas geben. Da können die Räder leicht wegdrehen. Und Gas, ich hab die 10. Nein, nicht die 10 will ich. What? Alter, hat der Ferrari einen schlechten Pace. Auf der Geraden. Wie kann. Auf der Geraden bin ich nochmal vier Plätze zurückgefallen. Scheißdreck hier. Verdammt. Ja, das Rennen wird nicht gut laufen, wenn es regnet. Nee, ich bin nicht. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Was für eine tolle Session für das Team. Für dieses Ergebnis haben sie hart gearbeitet und diese harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Nee. Was? Anleitung? Vorfälle gab es keine. Bitte nicht regnen, habe ich vielleicht eine Chance noch aufzuholen. Ich bin echt nicht der gute Regenfahrer, jedenfalls nicht. Ich begrüße Sie aus dem Orbit Park in Australien zum heutigen Rennen. Ich denke, das wird ein Klassiker. Lewis Hamilton startet von einer großartigen Position in die Saison. Mal sehen, ob er sie nutzen kann, um das Rennen heute zu gewinnen. Wir alle wissen, was Hamilton für ein Tempo gehen kann und wenn man ihm ein schnelles Auto gibt, dann gewinnt er Rennen. Sollte er am Ende der ersten Kurve vorn sein, wird es heute sehr schwer, ihn zu schlagen. Kimi Räikkönen hat an diesem Wochenende seinen Teamkollegen und Weltmeisterkollegen im Griff. Er hofft darauf, diese Leistung beim Rennen an diesem Nachmittag wieder zeigen zu können. Der eigene Teamkollege ist der Erste, den ein Formel-1-Fahrer schlagen möchte. Und bei Ferrari trifft das umso mehr zu, denn man konnte gut sehen, wie die Rivalität zwischen den beiden ehemaligen Weltmeistern wieder hochkochte. Aha. Rennstrategie, schauen wir doch mal rein, was es hier so gibt. Ich schätze, Rennen dauert 22 Minuten, ja. Start des Rennens, Option, also die Weichen. Boxenstopp 1 auf die Prime, auf die Harten. Und Ende des Rennens ist dann Runde 15. Das klingt doch gut. Ich hätte aber gerne den Wetterbericht. Verdammt. Ich würde gerne wissen, ob es währenddessen noch regnet. Egal, wir starten jetzt das Rennen. Von der 15. Position. Oh ja. Ich sollte noch. Zack. Aus. Wie versprochen. Und. Der große Preis von Australien in Melbourne im Albert Park. Albert Park. Egal. Oh mein Gott. Riesen Ruckler drin gehabt. Aber Gott sei Dank nicht aufgefahren auf Button. Keinen Platz leider gut gemacht.
Ah, dafür haben wir ja die nächsten Kurven noch. Oh ja, oh ja, oh ja, oh! Niemanden berührt. Und die haben alle so früh ge... Ah, hörst du auf? Perez, Alter! Aufpassen, wer innen fährt. So. Dich hole ich mir aber auch noch gleich. So, wir haben uns schön vorgekämpft auf den 12. Platz. Durch ein riskantes Manöver. Ne, hier geht's noch nicht. Durch ein riskantes Manöver sich auf den 12. Platz katapultiert. Ein bisschen rutschen hier gerade. Temperaturen anschauen. Alles im optimalen Bereich. Die Bremsen werden gerade ein bisschen kalt, aber das ist normal bei dieser langen Geraden. Ja, ein bisschen zu spät die Kurve erwischt. Nicht abkürzen. Aber dafür sind wir jetzt ziemlich weit vorne. Vierergrüppchen kämpft hier um jede Position. Ich versuch's hier durch. Und Bremse viel zu spät. Verdammt. Insgesamt kein Platz gewonnen. Und Räder schmutzig gemacht. Nicht sehr geil. So. Ah, da habe ich mich dazu verleiten lassen, viel zu spät zu bremsen. Nein, nein, nicht rutschen. Hör auf. So, aber jetzt Gas geben bis zur ersten Kurve. Spät wie möglich bremsen und so. Ja, sehr gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen Aufholspiel auf den Perez machen und den Sainz währenddessen hinter uns halten. So, ein bisschen blockierende Reifen. Aber das macht noch nichts. Jetzt wird dann... Naja, es macht schon was. Dadurch werden natürlich die Reifen schon ein bisschen kaputter. Ich muss vielleicht eine Runde früher Boxenstopp gehen. Aber ich will jetzt erstmal den Perez aufholen. Den Sainz werde ich nicht so schnell los. Er ist dann noch hinter mir. So. Schön nicht rutschen hier. Ah, ich will aber spät bremsen. Mensch. Nein. Ich baue gerade so viel Kacke. Warum muss mir der Jeff auch sagen, dass ich meine Bremsen schonen soll? Ach. Ja, bitte. So, hier, keine durchdrehenden Reifen, nicht Vollgas. Jetzt Gas. Oh. Sainz werde ich nicht los, Perez hole ich nicht ein. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du dich höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone befindest. Danke, Jeff. Ich habe bloß gerade nicht im Blick, wie weit ich hinter ihm bin. Momentan wahrscheinlich noch über eine Sekunde. Was mache ich da? So, Full Speed. Ja, ich hole ihn ein. Langsam, aber sicher. Mache ich, sobald meine Hinterräder nicht durchdrehen. Ah. Schlimm. So. Ich hoffe, dass ich dann auf der Geraden in der DRS-Zone bin. Dafür kämpfe ich gerade, aber momentan bin ich noch zu weit weg. Vielleicht kriege ich jetzt in der Doppelkurve die perfekt hin. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Es war ein bisschen sehr geschnitten, aber... Den kümmert's. Schön die Bremsen schon. Hier läuft er auf die Gruppe. Ja, da kann man jetzt gerade nicht viel machen. In den Kurven kann man eigentlich nicht überholen. Schön hinten an der Gruppe anstellen. Jetzt hier keine durchdrehenden Reifen, habe ich gesagt. Und Gas, DRS auf. Jetzt haben natürlich alle hier DRS, bis auf den ersten. Ah, ja! Außen! Und DRS auf. Tschüss, Perez. Außen überholt in der ersten Kurve. Hat aber auch zurückgezogen. Das war ganz dumm. Da... Ah, oh, da außen rum überholt, wie geil. Ah, so. Jetzt sind wir wieder dabei. Hoppala, hoppala.
Weil der Verstappen so früh gebremst hat. Wahnsinn. Ja, danke, das weiß ich auch. So. Die bremsen natürlich alle ein bisschen früher, weil sie da im Häufchen sind. Das weiß ich, ich habe mich gerade eingefahren. Ich weiß, dass ich überall schneller bin als die drei da vor mir. Oh ja, perfekt rausbeschleunigt. Aber den in der Kurve da vorne kriege ich ihn nicht. Oder? Nein, nein, nein. Das bremst er so früh, das kann doch nicht wahr sein. Oh. Meine Güte. Bremsen hier alle so früh, das ist unglaublich. Nee, keine Chance. Muss ich wieder auf der Zielgeraden machen. Oder! Oh, ein bisschen blockierende Reifen. Jetzt bloß kein Wheelspin. Oh ja! Und der ist für Hülkenberg hinter der Gerade. Oh, das war ein geiles Überholmanöver. Platz 10, wir sind in den Punkten. So, ne. Bisschen spät gebremst vielleicht. Na, das freut doch. So, Hülkenberg. Dich kriege ich nächste Runde. Runde 7 oder 8 war ja Boxenstopp angesagt. Das heißt, den kriege ich auf jeden Fall noch vor der Boxenstopp. Habe ich ihn da vor ihm auch noch bekommen, dann sauber. Und Nasr. Wir haben drei Viertel verbrannt, sind aber schon ein Drittel durchs Rennen. Das heißt, wenn ich auf einer Geraden bin, mache ich mal die dicke Benzinmischung rein. Was? So. Die beiden kämpfen da vorne, das ist schön, da komme ich ran. So, hier schön vorsichtig. Ich hoffe, ich war im DRS-Fenster. Oh nee, das war knapp, oder? Ja, ich bin drin und ich mache mein Benzin auf Fett. Das heißt, mehr Power für eine Runde. Das weiß ich doch. Ah, verdammt. Immer dieses bisschen zu spät, ist der Verstappen schon wieder vorbei. Was? Oh! Genau das meine ich mit der KI, wenn sie manchmal dumme Sachen macht. Ja, danke. So, hier natürlich blöd gefahren. Hier sehen wir dann rechts Verstappen vorbeikommen. Und jetzt? Andere Kamera. Schauen wir uns eine andere Kamera an. Hier. Wir fahren hier ganz gemütlich raus. Ohne irgendwas. Ohne, dass wir irgendwas gemacht haben, fährt uns der Hülkenberg da einfach hinten in die Asche rein. Wahnsinn! So, hier weiter. Diesmal fährst du uns nicht hinten rein, dummer Hülkenberg. Und natürlich ist es erst ein... Ach, Perez war's. Dreck! Nervig. So, bleib mal hier. Perez will ich mir schon wiederholen. Dieser Dreck, sag echt, ey. Wahnsinn. Wahnsinn! Wahnsinn, wofür muss er so eine Strafe bekommen haben? Da ich jetzt natürlich zurückgespult habe, wird er keine Strafe bekommen haben. Nein, du fährst mir nicht hinten rein, Perez. Nein. So, vorsichtig Gas geben hier raus. Ey, Wahnsinn. Es gibt so manche... So. Oh ja, vielleicht kriege ich ihn sogar am Ende dieser Geraden. Nein, kriege ich nicht. Nein, keine Chance. Ja, ich gebe mir mein Bestes. Ich komme ja nächste Runde schon rein. Chill.
Gas auf, Gas geben. Hallo, auf. Wenn man zu früh drückt. So, beim 100 Meter Marker bremsen. Nicht kleines bisschen danach. Auf. Auf. Verdammt, ich drücke immer zu früh. Okay, das wird nichts mehr. Oh, der Perez will von hinten. Ah, ja. Ich habe aufgepasst, sonst hätte er mich wieder weggeräumt. Oh, meine Güte. Hier muss man so aufpassen auf die von hinten. Das finde ich so geil. Ah, weil es wie im Echten ist. Jetzt habe ich durch diesen Kampf natürlich den Anschluss verloren nach vorne. Ah, nervig. Ja, ich glaube, ich habe jetzt viel nicht geredet, oder? Bin ich ziemlich viel auf den Kampf konzentriert. Egal, ich weiß nicht, ob ich viel geredet habe oder nicht. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem. Mir gefällt es gerade auf jeden Fall sehr. Auch wenn ich nur auf Platz 9 rumdrücke. Aber dafür muss man hier rumkämpfen. Nein, der will innen vorbei. Ah, er ist innen vorbei. Ah, muss ich ihm Platz lassen? Aber ich bin wieder vorbei. Tja, du kannst nicht so einfach an mir vorbei. Ja, soll ich jetzt an die Box oder nicht? Ah, ich gehe mal ran. Ich habe den Anschluss verloren. Krieg die ganz sicher nicht mehr in der Runde. Oh, die sind alle rein, oder? Hinter mir auch ein paar. Ich hoffe nur, es verkackt mir den Boxenstopp nicht. So, eine 3-Punkt irgendwas. Eine 3-Punkt irgendwas. Gib mir eine 3-Punkt irgendwas. Und dann direkt rauslassen. Jungs. Jawohl, 2.5. Ja, Wahnsinn. Ein super Stopp. Und damit haben wir Sainz mal noch hinter uns. Okay. Ich dachte, wir hätten... Ich weiß, nein! Also Sainz konnten wir auf jeden Fall hinter uns halten. Auch wenn ich hier... Nein. Nein, das mache ich nochmal. Sorry. Aber das war einfach schlecht. So, wir bremsen hier. Dann fahren wir hier gemütlich raus. Wir sehen, dass die Vorderreifen noch etwas kalt sind. Haben sie auch gerade erst drauf bekommen. Temperatur kommt noch ein bisschen beim Anbremsen. So, das sind jetzt die harten Reifen. Ja, danke, das sehe ich auch. Harten Reifen sind nicht ganz so hoher Grip, gehen dafür aber nicht ganz so schnell kaputt. Das heißt, man muss ein bisschen beim Bremsen. Ja, ich habe ihn wieder auf Stunde geschaltet. Ich wollte eigentlich direkt im Boxenstopp schon auf Standard zurückschalten, hab's aber vergessen. Komm, den Felipe, den holen wir uns. Den Nasre. Boah, Sainz ist so weit hinter uns. Na, ah, verdammt. Ich wollte ihn eigentlich nicht berühren. Alter, mach mir nicht die Tür so hart zu. Das sind Kämpfe, die ich vermisst habe in anderen Formel 1 Spielen. Das sind so Kämpfe Rad an Rad. Oh, die machen richtig Spaß. Ich hoffe auch beim Zuschauen. Oh, richtig Spaß machen die. Du bleibst hinter mir. Verdammt, er hat jetzt DRS, ne? So, und ich bin vor auf Platz 8. Das heißt, wir haben in der Box wirklich jemanden überholt. Habe ich mich doch nicht geirrt. Und da vorne, da ist der Hülkenberg. Komm, den holen wir uns. Was wollte unser Ingenieur? Platz 7, ne? Ist machbar. Oh, da ist der Verstappen da vorne. Wir hätten auf Verstappens Position sein können. Oh ja. Oh ja. Oh, den Verstappen. Oh, oh. Muss man natürlich auch ein bisschen Platz lassen, ansonsten räumt er ihn wieder weg. Aber das war ja Sainz, das war ja nicht der Verstappen, der Max. Er ist ein guter Fahrer. Ein bisschen spät gebremst. Hauptsache, wir kommen hier aus der Kurve gut raus, dass uns der Verstappen nicht holt. Und auf einmal sind wir Platz 6. Na Wahnsinn, läuft das hier gut. Wahnsinn, das läuft so gut hier. Ah, verdammt. Dammit. Ja, bla bla bla.
Mach mal hier. Das Shit. Okay. War nicht besser. Entschuldigung. Verdammt. Nicht auch noch Hülkenberg. Eieiei. Was mache ich nur für einen Quatsch? Komm, Verstappen im 1-Sekunden-Fenster, bitte. Nicht so eng die Kurve nehmen, ich will keiner verwarnen. Ja. Okay, kein DRS. Diese eine Doppelkurve hat es mir verkackt, weil ich die erste geschnitten habe. So. Verstappen hat freie Fahrt, das ist gar nicht gut. Hülkenberg hinter uns hat DRS. Da habe ich ein Fenster offen gelassen, hätte er durchschlüpfen können, hat aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Oh, ich muss meine Augen gerade überall haben. So ein bisschen in die Spiegel reingucken, auf die Karte gucken, wie nah der Hülkenberg ist. Vorne in Verstappen, die Bremspunkte gescheit erwischen. Geiles Feeling. Ja doch, mit diesem Spiel haben sie wieder ein Ass aus dem Ärmel gezogen. Ich finde das richtig gut. Bis auf die langen Ladezeiten, weil die fühlten sich gerade eben nicht so lang an. So, die Kurve gescheit hinkriegen. Ein bisschen mehr bremsen. Nicht so hart abkürzen. Naja, es zählt nicht als Abkürzen, Gott sei Dank hier. Abstand! Ja, wie viel bin ich denn hinterm Verstappen? Genauso wie bei mir. So. Wir sind jetzt bei 40%. Benzin 40%. Ja, nicht so ein Quatsch. Hülkenberg, hat er DRS oder nicht? Hat er DRS oder nicht? Nein. Er ist etwas schneller als wir. Das habe ich auch mitbekommen. Okay, das ist gut. Das heißt, er kommt nicht so nah an uns ran, beziehungsweise hat in der letzten Runde verloren. Der war ein bisschen spät gebremst. Oh. Sollte ich vielleicht weniger machen. Ich glaube, mit dem weichen Reifen wäre es da genau richtig gewesen zu bremsen, aber mit den harten hier muss man schon etwas früher bremsen. So, komm, ich hole dich auf, ich sehe es doch. Ich sehe es doch. Ja. Soll jetzt nicht durchdrehen hinten. Jawohl. Schön die ganze Fläche benutzen, damit mir hier keiner reinfährt. Oh ja, die Kurvenkombo war super genommen. Und da bin ich auch schon hinten beim Verstappen dran fast. Wenn ich die nächsten Kurven gut erwische. Dann bin ich auf jeden Fall noch im DRS-Fenster. Oh ja, hat ein bisschen beim Beschleunigen raus ein bisschen gerutscht. Dafür habe ich jetzt viel zu spät gebremst. Oh ja, das ist das 1-Sekunden-Fenster locker. Wenn ich jetzt nicht so driften würde, wäre das kein Problem. Geh doch auf, DRS-Mensch. Das ist manchmal schwer aufzukriegen. Oh, das war eine richtig gute Runde. Ja, gerade ist ein bisschen schlecht. Gerade sind Kurven und ich kämpfe gerade gegen Verstappen. Hoch. Ja, jetzt bin ich innen. Geh sanft damit rein, bremsen haben sie überhitzen gerade. Wenn du so weitermachst, könntest du Probleme kriegen. Ich will gerade an Verstappen vorbei. Bremsen sind mir ziemlich egal, es sind nur noch 3 Runden. Danke, aber ich überhole ihn jetzt. Ja. So. Bis zum Ende der Runde lasse ich noch den fetten. Ja, danke. Bis zum Ende der Runde lasse ich noch den dicken, fetten Benzin, also Kraftstoff drin, damit ich ein bisschen wegziehen kann, hoffe ich. Ja. Zack, zieh an. Und dann sollte auch das Benzin bis zum Ende reichen. Und ich schätze mal, 6. Platz bleiben wir. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht dafür, dass wir um 15. gestartet sind.
Oh. Ah, dammit. Dammit. So, Benzin, Standard. Er hat kein DRS. Das ist sehr gut. Kein DRS für Verstappen. Jetzt muss ich nur aufpassen, die nächsten zweieinhalb Runden, fast drei Runden, dass er mir nicht auf einmal irgendwo kommt und dann mich doch noch überholt, weil ich würde schon gern, rutsch. Ich würde schon gern Sechster werden. So. Was möglich gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel vom Sechsten gestartet wäre. Wäre so viel möglich gewesen. So viel möglich. Okay, das Auto sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwa 25% Benzin übrig. Ja, es ist auch viel leichter. Nein, er zieht innen rein. Nein, er ist nämlich von mir. Oh, Gott sei Dank hat er mich da nicht gerammt. Ah, sportsmännisch abgebremst. Ich glaube, das wäre ziemlich knapp gewesen. Verstappen ist ein guter Autofahrer, guter Rennfahrer. In der Formel 1 sind natürlich alle super Rennfahrer, aber Max Verstappen ist schon... Ich glaube, der kann was Großes werden. Das glaube ich... Wie alt ist er? 17? 17 ist er momentan. Und fährt super Rennen. Er hat kein DRS, nein. Ah, vorletzte Runde. Ja, ich versuch's ja. Na, es war jetzt bloß die letzte Runde, weil ich ihn da an einer Stelle ausbremsen hab lassen. So, ich versuche mal ein bisschen schonend zu fahren für die Reifen. Das hat jetzt gerade nicht geklappt. Bitte schlagt mich. So. Oh, das war gut. Ja, nicht rutschen. Gas geben. Ist der Verstappen? Der ist ganz schön weit weg. Ja. Kommt nicht näher ran. Hier kann ich immer noch ein bisschen später bremsen. Also hier vergebe ich immer ein bisschen was. Und dann beim Gas geben, dann rutsche ich da immer weg, weil ich da in die Kurve Gas gebe. So, die Kurvenkombo hier ganz geschickt nehmen. Hamilton ist schon wieder Erster. Okay. Das ist eine Grosjean. Ah, zwei Kurven vor uns. Den kriegen wir überhaupt nicht mehr. Null Chance. So, sicher hier durch die Kurven fahren. Ganz vorsichtig fahren. Reifen nicht kaputt machen. Nein. Aufzurutschen. So. Gas geben. Er ist nicht im 1-Sekunden-Fenster. Das sagt eigentlich unser Schaden. Benzin plus 1. Schaden. Scheißdreck. Zurück. Weil ich auf den Schaden geschaut habe. Ah. So. Schaden, die sind gelb. Sind aber auch nur noch die letzte Runde. Da kann man ein bisschen früher bremsen, dann geht das schon. Ja, hinter mir bildet sich ein kleines Grüppchen. Ein bisschen aufgeholt. Nicht rutschen. Ja, nicht rutschen. So. Verstappen hinter mir halten. Ziel Nummer 1. Der Sechste ins Ziel fallen. Ziel fahren. Ziel Nummer 2. So. Das ist doch machbar. Nur noch ein paar Kurven. So, hier vorsichtig rausbeschleunigen. Nicht in die Wand. Sehr schön. Hamilton ist schon durchs Ziel. Das ist aber gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Und jetzt kommen die letzten Kurven. Solange ich nicht verkacke, dürfte das der 6. Platz sein. Ich habe mir mehr erhofft, aber durch das erste Qualifying, das hat mich total weggeschmissen. So, schön früh bremsen.
Vorsichtig in die Kurve, nicht mit Vollgas, jetzt Vollgas. Gas geben, nein! Rosberg? Rosberg ist hinter mir? Wieso ist Rosberg hinter mir? Oh, da war die karierte Flagge. Was hat Rosberg gemacht? Wieso war er hinter mir? Das ist Kimi Räikkönen. Nee, das bin ich. Das ist Vettel. Der hat den Deutschland Helm. Und damit ist das erste Rennen hier in Melbourne zu Ende. Lewis Hamilton steht am Ende ganz vorn und gewinnt 25 Punkte. Alle Fahrer haben Respekt vor Hamilton. Er ist einer der schnellsten in der Formel 1 und wenn er in einem konkurrenzfähigen Auto sitzt, hat er immer eine Chance, vorn mitzufahren. Das hat er heute erneut bewiesen. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch wieder beim nächsten Rennen. Und bis dahin schauen wir uns natürlich noch einmal die Vorfälle an. Was? Nein, nein. Nein, nein, das, nein, nein, das, nein, das, nein. Das, nein. Das war das Einzige, was in diesem Rennen vorgefallen ist. Wie ist dann Rosberg auf Platz 7 gefallen? Um Gottes Willen. Naja. Sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich drücke mal auf Weiter. Ah, hier sieht man jetzt die Fahrerrangliste. Wir sind natürlich auf Platz 6. Erstes Rennen, klar. Und Scuderia Ferrari ist hinter dem Williams mit nur einem Punkt. Ja, das war meine Schuld. Ja. Ja, ja. Der Romain Grosjean im Lotus F1 mit dem Renault ganz vorne. Das ist auch nicht so wirklich logisch. Aber naja. Daniel Ricciardo, letzter Platz, was ist denn da passiert? Komisches Rennen. Und ich sage jetzt zum dritten Mal, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und viel Vergnügen. Cheerio!